ist, wenn die sehr vertraut sind, wenn die so großes Vertrauen zu einem haben, dass man sagt, okay, guck mal, da ist ein Buch und dass sie da drin blättern können und aus dem sich ein Thema auswählen können. Was wäre das für ein Buch? Also über Sexualität, mit Bildern, so ein ganz modernes Buch. Ganz modern über Hygiene, Beziehungen, Sexualität, alles was die breite Palette an heute noch gängigen, worüber in ihren Kulturkreisen vielleicht gar nicht gesprochen wird und bei uns nur im Vertrauten. Aber wenn sie dich nicht als Vertrauten haben, wen haben sie dann? Dann bleibt es immer in ihren Kreisen. Die sollen nur wissen, es ist nicht tabu, über diese Dinge zu reden. Es ist möglich, darüber zu reden. Es ist nicht der absurd, also darüber zu reden. Und wie weit man geht und wie tief man in irgendein Thema einsteigt, das überlässt du ihnen. Wenn du merkst, die haben noch Fragen, wenn du merkst, du gerätst an deine Grenzen, weil du selber nicht weißt, und sagst, lass uns mal zusammen rausgucken, ich kenne deinen Arzt, den könnt mal anrufen und fragen, oder da kenne ich jemanden oder so. Aber dass sie irgendwo einen Raum haben, wo sie über diese Dinge auch reden können. Und es wird unterschätzt. Viele gehen davon aus, dass Frauen einen geschützten Raum brauchen. Es brauchen Teenager, es brauchen Männer, es brauchen erwachsene Männer, von denen man du annehmen müsstest, die können entspannt eine Frau ins Kino einladen und sich zu benehmen wissen. Wie gehe ich mit einer Frau um im Restaurant oder sowas? Ja. Und eine Bitte, wenn es gefallen hat, einfach liken oder noch besser weiterleiten.